Wenn Jeremia und Plocki Gitarre spielen, ist Jens glücklich. Musik liebt er über alles. Das weiß keiner besser als sein Freund Theo. Die beiden kennen sich seit mehr als 13 Jahren. In einem Kirchenkreis haben sie sich getroffen. Ihre Freundschaft begann gleich mit einer schwierigen Entscheidung. Ja, die größte Herausforderung war echt damals, als die Oma starb. Damals hat Jens bitterlich geweint. Er war total verzweifelt, war ganz allein. Und keiner hat ihn verstanden und wusste nicht, wie es weitergeht. Und da ist uns eigentlich die Entscheidung schon ein ganzes Stück aus den Händen genommen worden. Denn was soll mit Jens werden? Und die Frage, willst du ins Heim? Die hatte definitiv beantwortet mit No, nein, will ich nicht. Für Theo war damals schnell klar, Jens kommt zu uns. Eine Entscheidung, die von einem Tag auf den anderen das Leben seiner gesamten Familie veränderte. Mit meiner Frau, mit Karin, habe ich geredet, na klar, aber die hat gesagt, Theo, ich kann dir nicht helfen. Es geht über meine Fähigkeiten, das musst du allein entscheiden. Und ja, so ist es dann Stück für Stück gewachsen. Und Karin muss ja auch viel mitmachen. Seinen Job als Krankenpfleger musste Theo aufgeben. Für Karin ging alles zu schnell. Wie sollte es mit der Familie weitergehen? Das war eine gewaltige Umstellung, vor allem, weil man sich ja gar nicht irgendwie vorbereiten konnte. Das war ja wirklich von einer Stunde auf die nächste oder von einer Nacht auf den nächsten Tag. Ne? Ich hatte 3 kleine Kinder, in 2,5 Jahren waren das 3 Kinder. Und ja, wir hatten eigentlich als Familie genug zu tun. Theo hatte noch einen Job, ich war alleine zu Hause. Wir wussten auch gar nicht mit dem Jens, wie geht man um. Ich meine, hat man jetzt ein kaputtes Haus oder was, dann baut man das irgendwie wieder auf. Aber Jens ist ein Mensch und wir wussten nicht, was gibt man denn zu essen oder wie verträgt er das oder ist der vielleicht noch anders krank. Oder ich meine, wir kannten den Jens einfach nur vom Jugendkreis. Okay. Trotz aller Schwierigkeiten ist Jens mittlerweile ganz einfach ein weiteres Familienmitglied. Und es ist nicht nur die Musik, die Theos Sohn mit ihm verbindet. Wer mit Behinderten umgehen kann, mit geistigen sowohl als mit körperlichen, der kann auch mit anderen Menschen umgehen. Und das baut Grenzen zwischen verschiedenen Menschen einfach ab. Auch Theo lernte durch Jens, Grenzen zu überwinden. Rund um die Uhr ist er jetzt verfügbar. Vor allem die Verständigung war anfangs ein großes Problem. Tief in mir wusste ich nicht, mache ich das, was ich mit Jens mache, richtig, weil ich ihn nicht verstanden habe. Die Kommunikation hat sich am Anfang nur auf Ja und Nein beschränkt. Und er hat dann angefangen zu erzählen und ich habe nichts verstanden. Ja, schnell. So, haben wir noch was vergessen? Hast du einen Schluck? Hier. Ich habe es in deine Flasche schon getan. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Jens verstehen zu lernen erforderte viel Zeit. Doch Theo schafft es seitdem, seine Zeit gut einzuteilen. Der hat manchmal auch ganz schön viel Zeit für mich. Stimmt's? Ja. Das ist was ganz Edles. Abends ein kleines Bierchen. Ne? Es geht den Menschen wie den Leuten. So viel Freiheiten im Leben hatte ich früher nicht. Auch wenn das jetzt vielleicht anders aussieht, dass man gebunden ist. Aber der Jens ist mein Chef. Und wir verstehen uns gut. Was Besseres gibt es gar nicht. Ja, und wir unterhalten uns ganz normal, wie zwei Männer. Wir streiten uns auch. Wir haben zwei verschiedene Meinungen von manchen Sachen. Theo hat seinen Beruf nach Hause verlegt. Für die 24-Stunden-Betreuung erhält er Pflegegeld. Arbeit und Freizeit sind für ihn kaum noch zu trennen. Auch wenn Jens seit Jahren fest dazugehört, befindet sich Theo doch immer zwischen ihm und der Familie. Guten Morgen. Wie geht's? Der Tagesbeginn wird bestimmt durch die Pflege. Willst du raus? Nicht mehr. Wutzeln. Jens, heute ist ein großer Tag. Einmal lange ausschlafen oder Freizeit am Wochenende, das kann sich Theo nicht leisten.
Nur für ein paar Tage im Jahr wird Jens in einem Pflegeheim untergebracht, damit Theo sich einmal ganz seiner Frau und den Kindern widmen kann. Die großen Reisen allerdings machen Jens und Theo gemeinsam. Vor Jahren entdeckten sie ihre große Leidenschaft und heute sind sie nicht nur im Alltag ein eingespieltes Team. Aufenthalte in Marokko, der Türkei und im Kaukasus haben sie zusammengeschweißt. Denn es sind Abenteuerreisen, die beide gemeinsam unternehmen, ermöglicht durch Sponsoren. Und ihre gemeinsamen Erfahrungen wollen sie zeigen. Theo bearbeitet die letzten Bilder ihrer Multivisionsshow und erinnert sich, wie alles angefangen hat. Die erste Reise, die hat sich ganz von selbst ergeben, denn ich habe ihn einfach gefragt, warst du schon mal am Meer? Und war noch nie am Meer. Und habe ich gesagt, da fahren wir mal im Herbst ans Meer, ans Mittelmeer. Da ist schön warm. Da haben wir einfach bloß 14 Tage ganz easy am Strand gezeltet und sind baden gegangen und die Zeit genossen. Und ja, da haben wir uns richtig kennengelernt. Da waren wir 24 Stunden ganz eng zusammen. Die Reisevorbereitungen nach Dresden zur nächsten Vorführung lassen erahnen, mit welchen Schwierigkeiten die beiden erst unter extremen Bedingungen auf ihren Reisen zu kämpfen haben. Und Karin kümmert sich während all der Reisen alleine um die Familie. Naja, ich denke, letztendlich können sie beiden nur machen, weil ich da bin. Ich denke, das wissen sie auch. Ich meine, was sollte hier mit den Kindern werden oder irgendjemand bodenständig, das muss ja da sein. Zum Glück bin ich es, zum Glück fällt mir es nicht so schwer, ich bin nicht so reiselustig. Ich freue mich da jedes Mal, wenn ich mit dem Jens wieder losziehen kann. Und viele sehen es nicht so, wenn sie den Jens so sehen, aber der ist ein richtig ebenbürtiger, richtiger Kumpel, ein Kamerad, ein Freund. Und wenn wir auf Reisen sind, einmal im Jahr, dann sage ich immer zu mir, Jens, ich habe den besten Arbeitsplatz. Und in diesen Momenten vergisst Theo, dass er einen Job hat, rund um die Uhr, bei mäßiger Bezahlung. Mit einem original kaukasischen Hut zeigt Theo sich dem Publikum in Dresden. Herzlich willkommen im Dixie-Bahnhof hier in Dresden. Mit ihren Erinnerungen wollen Jens und Theo anderen Mut machen, sich auf Unbekanntes einzulassen. Und damit haben sie reichlich Erfahrung. Was mit Hilfsbedürftigkeit und Nächstenliebe begann, hat sich nach und nach zu einer tiefen Freundschaft entwickelt. Das ist mehr als ein Beruf, das ist ein ganz anderes Leben. Ich möchte nicht mehr tauschen.